Super! Einen wunderschönen Freund und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Was geht's? Back in town! Back in the Villa Chives! Leider mussten wir Rafiki verabschieden. Papalapap. Ich habe mir gerade nochmal das Video angeguckt, was du übrigens mega gut geschnitten hast, Schatz. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben. Sein Blockbuster, 33 Minuten, hat schon so ein bisschen Sehnsucht. Ja, nicht ganz, nee, aber es hat ein cooles Feeling. Ich weiß, ich muss mein Ass auf jeden Fall eines Tages auf den Rinjani bewegen. Fliegst du auch auf den Rinjani hoch? Kommst du mit mir auf den Rinjani? Ja. Aber wir üben heute schon ein bisschen, denn gestern hat Chingling eine Benachrichtigung bekommen, dass das AirTag von Peppy irgendwo da hinten gefunden wurde, oder? Also ich bekomme eine Benachrichtigung auf mein Handy, Peppy wurde wiedergefunden. Ich denke so, hä, Peppy war doch gar nicht weg. Und was soll diese Benachrichtigung? Schon komplett vergessen, weil ich glaube, seit März diesen Jahres oder so, ist dieser AirTag ja schon verloren gegangen. Wir haben diesen AirTag an Peppers Hals dran gemacht, um sie halt stetig tracken zu können, einfach nur um zu verstehen, wo sie sich befindet, weil ja, sie so lange Wege geht. Ja, interessant, auch zu sehen, wo sie einfach hinläuft. Und dann wurden wir damit konfrontiert mit der Problematik, die es sonst wo auf der Welt, ich sag mal in der westlichen Welt, nicht so gibt. Denn wir haben hier keine iPhones oder kaum Apple-Geräte. Sprich, diese AirTags bringen hier gar nicht. Können nicht getrackt werden, weil die quasi immer naheliegende Apple-Geräte nutzen. Und das Ding ist rausgefallen und ist verschwunden. Und jetzt habe ich eine Benachrichtigung erhalten gestern. Peppy wurde wiedergefunden. Und wir wissen ungefähr, wo dieses AirTag sich befindet. Und zwar am anderen Eingang von Tampa. Deswegen haben wir eine Mission. Es wieder zu finden. Wir finden heute das AirTag von Peppa. Ja. Achso, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß. Finden wir es? Ja. Let's go! Kommst du mit, Peppy? Komm. Ich chill hier. Viel Spaß beim Suchen. Wir holen jetzt den Tracker wieder. Holen wir jetzt den Tracker wieder? Holen wir jetzt deinen Tracker wieder? Let's go! Okay. Schon wieder hat Mila gewonnen. Immer dasselbe Spiel. Aber damit kommt sie nach oben und will nicht getragen werden. Papa, dafür habe ich einen Knochen für Peppe gegeben. Aber nur ein Spiel war das. Ein Spielzeugknochen? Ja. Peppy. Und Peppy trotzdem gegessen? Ja. Ganz kurz die Sad News. Lalu ist leider immer noch nicht aufgetaucht. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Stay positive und so. Aber genau so sind wir hier rumgelaufen und Lalu! Aber ja, der Kamerad lässt sich Zeit. Papa macht große Geräusche. Papa macht große Geräusche. Wie pfeift ihr? Pfeift ihr mit den Fingern? Ich pfeife reinziehend mit der Zunge. Was ist das für eine Festung? Fehlt noch dieses Tor, was du so runterlässt, weißt du? Alter. Die Mauer. So, wollen wir mal ganz kurz schauen. Wir haben natürlich jetzt keinen detaillierten Standort, aber was es natürlich sehr viel einfacher machen wird. Ey, und so wie ich Peppa kenne, war sie safe hier in irgendeinem Busch drin. Wirklich so. Aber es würde ja auch Sinn machen, dass als sie durch den Busch gegangen ist, das irgendwo hängen geblieben ist. Also, was würdest du sagen? Schaut mal. Bist du mit mir oder den Zuschauern? Mit euch allen. Wo sind wir denn jetzt? Also, das ist unser Zuhause hier oben. Und hier ist Peppa. Kannst du nicht jetzt nochmal darauf gehen, dass wir angezeigt werden? Oder geht das nicht? Ja, über Google Maps. Ja, genau. Ja, wie ihr seht, die Suche wird sehr leicht. Stimmt, hier gibt es ja kein Internet. Ich bin sehr positiv eingestellt. Natürlich finden wir das. Freunde, schreibt in die Kommentare. Finden wir es ja oder nein? Jetzt schon mal vorab, bevor wir es gefunden haben. Crazy, Seaside Collective. Ja. Hat sich auch schon sehr weit entwickelt. Die ersten Bungalows werden hingestellt. Und das ist deren Pool. So, wir sehen hier gerade eine erneute Benachrichtigung. Dringlich, Mila wurde zurückgelassen. Hä? Schatz, du bist doch hier. Wir haben einen AirTag noch für Mila, aber der ist zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, so macht das keinen Spaß. Also niemand hat davon gesprochen, dass das hier Spaß machen wird. Ich dachte, aber das ist eine Challenge, eine Adventure. Wir haben ein paar mehr Anhaltspunkte. Hat er so eine Schatzkarte, weißt du? Wir finden den Schatz. Okay, wir sind dicht dran. Lama, Rhabarber, Alter. Dicht dran, im Sinne von... Dicht dran, den
den Lotto zu knacken, sind wir auch. Und wir spielen nicht mal. AirTag Connection wird wieder aufgegriffen, wahrscheinlich bei ca. 100 Meter Distanz. Ich gerade sagen, also wir haben ja unsere iPhones mit dabei. Ja, natürlich. Ja, das macht das ja wieder einfacher, ich dachte. Wie willst du das als, denn finden? Ja, als ob wir jetzt hier jeden Grashalm dreimal umdrehen. Ja, was denkt der Junge denn, Alter? Rudi, Alter, das wäre richtig anstrengend. Von dem Tracking-Punkt her sind wir sehr, sehr dicht dran. Aber wie kann das überhaupt geortet werden, wenn du hier kein Internet hast? Boah, das ist ja fast so groß wie du. Das spendet Schatten, ne? Kannst du über deinen Kopf halten und dann hast du Schatten. Also sieht nicht so aus, als hättest du Internet. Ja, aber GPS haben wir hier. Beziehungsweise eine geladene Karte. Reicht aus? Ja, das ist die Frage, ne? Shit, Leute. Könnt ihr mal ganz schnell helfen? Ist jemand gerade auf Ecke? Könnt ihr mal kurz vorbeikommen und suchen? Lass einfach hier flächendeckend Temper durchkämmen mit 200 Menschen. Ja, das für dich. Geil. Ja, Dummkopf Cheng. Man kann ja auch einfach in diese Wo-Ist-Funktion reingehen. Guck mal, wir sind hier schon fast im Zentrum. Ich glaube, wir müssen hier in den Busch rein. Und ich sag's dir, weißt du, was passiert ist? Sabibo meinte gerade, eigentlich kann das ja nicht so weit weg von der Straße sein, weil wer sollte denn hier in den Busch reingehen? Eigentlich fahren die Leute ja immer nur an der Straße vorbei und vielleicht wurde es da getrackt. Irgendjemand hat hier safe eine Wurst hingelegt. Wer denn? Ja. Ich habe auch im Rinjani mich entleert. Ja, im Rinjani, aber hier hast du ja Toiletten, die haben ja auch Dixi-Klos. Jedenfalls sind wir sehr dicht dran. Ich laufe jetzt hier rein. Ja. Und ich gehe nur nicht in die Wurst rein. Ah, das ist ja natürlich richtig nice. Das sind ja alles Dornen hier. Mila, guck mal hier. Ein großer Blätterfriedhof. Oh, hier sind richtig viele große Blätter. Peppi, wo hast du dich rumgetrieben? Ja, safe hier hoch. Guck mal, hier geht so ein Weg hoch. Hier gibt es noch welche mit Farbe, Mila. Guck dir mal das an. Die haben uns schon längst gehört. Die Schlangen sind schon abgedüst. Hier öffnet sich so ein Weg, den ich gerade längst gelaufen bin. Wahrscheinlich für Strom, Kabel etc. Es würde ja Sinn machen, wenn die beim Verlegen der Rohre, und es ist ganz frisch, schaut mal, beim Verlegen der Rohre hier irgendjemanden mit iPhone durchlaufen hatten. Hier leider kein Empfang. Ich kann den AirTag nicht piepen lassen. Digga, beruhig dich. Junge. Digga, reicht jetzt. Ich bin gerade aus dem Busch rausgekommen und befinden uns hier wieder auf der Straße. Ich bin genau bei Villa Nabu und ich bin jetzt im Zentrum des Kreises. Aber ich habe hier auch eine Benachrichtigung, wo drin steht, dein Objekt befindet sich innerhalb des Kreises. Kann ja hier überall sein. Oh, sieht schön aus, Villa Nabu. Hier ist natürlich auch nice, schaut mal. Sieht auch schon sehr weit aus, auch über mehrere Etagen, die Villa hier runter. Peppi kann ja hier überall längs gelaufen sein. Boah, Digga, guck mal. Schau mal, hier von der Seite sieht auch richtig cool aus mit diesen Schrägdächern. Wupp, wupp. Und da unten kommt dann Seaside Collective hin. Die bauen das hier noch ein bisschen weiter aus. Dann kommen da vorne Skatepark und ein paar Läden und so weiter hin. Und auf die andere Seite, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich da, kommt ein Beach-Restaurant hin. Richtig mit Steinofenpizza und so. Geil, dann brauchen wir den Laden hier gar nicht mehr verlassen. Ich freue mich drauf. Hier bin ich! Nicht gefunden, aber ihr könnt mit dem Scooter hochkommen. Wen haben wir denn da? Wir haben in letzter Zeit ziemlich viele gesehen. Eine Vermutung von mir ist ja, dass Lennon vielleicht von so jemandem aufgefüttert wurde. Ist viel zu groß. Hm. Habt ihr einen AirTag gesehen? Oder vielleicht gegessen? Hallo, wa? Saya mencari sesuatu dari Jerman. Yang kecil. Warna putih dan... Hey, Silver. Wie erkläre ich einem Büffelhirten jetzt, was ein AirTag ist? Auf einer Sprache, die ich nur so mikromüh spreche. Ah, oh, ihr kleinen Bären. Ihr seht so süß aus. Guck mal, das sind so Junge. Und noch ganz helles Fell. Trotzdem schon Fettsäcke. Er hat gesagt, er hält die Augen auf. Was für Tracking. Ist halt geil, ne? Ich laufe hier gerade Berge hoch und runter und es juckt mich so null. Rinjani hat mich wirklich geboostet. Das wird nachher der Main Ein- und Ausgang von Tampa. Das heißt, hier ist gerade die Hauptstraße und hier werden dann alle reinkommen. Oh, wie schön das von hier aussieht. Mit der Palme und hinten im Berg. Wieder so nach und nach mehr Villen entstehen. Eine Zwischeninfo. Jay Alvarez ist gerade hier zu Besuch. Witzig, dass Jay hier Urlaub macht. Digga, cool Leopard. Schau mal. Schön siehst du aus. Boah. Ich glaube, das war auch meine Kuh. Stell mal vor, ihr würdet so auf so einer Weide grasen, wo so Menschenskelette liegen. Also quasi auf dem Friedhof grasen. Ganzes Dorf durchkämmt gerade. Also mir fällt gerade nichts ein, was mich mehr nervt als aufgeben und irgendwas nicht zu schaffen. Irgendjemand hat das doch hier eingesteckt.
So, wir befinden uns gerade bei Junosen auf dem Lot. Im Hintergrund sehen wir Castil Utara, wo wir auch schon mal oben waren. Schon sehr weit vorangeschritten. Können wir auch bald mal wieder vorbeigehen. Aber wenn wir jetzt von hier aus mal zu der wunderschönen Villa Cibo hinüberschauen, dann werden wir eine kleine Veränderung sehen. Schaut mal. Crazy. Es wird fleißig an der Nachbarschaft gebaut. Usch. Leute, back to Rinjani. Ey. Geht's hier überhaupt weiter oder mache ich diesen Weg jetzt komplett umsonst hier runter? Usch. Alter. Oh Junge. Hier ist auch ein geiles Bild auf die Villa Chibes. Ja, ich habe gerade rausgefunden, dass man hier auch so eine topografische Karte machen kann und in dreidimensionelle umspringen kann. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich auch Höhen und Tiefen im Detail erkennen. Jetzt sehe ich, dass der Mittelpunkt genau hier da bei den ganzen Villen ist. Aber es scheint nichts auszusagen. Denn er sagt, der genaue Standort kann derzeit nicht angezeigt werden. Dein Objekt befindet sich irgendwo im Kreis. Komplett bescheuert. Das heißt, er kann ja auch hier oben sein. Und das hier oben ist auf der Innenseite, auf der Talseite von Tampa. Ich hier gar nicht mehr weiterlaufen, liebe Leute. Erklärt sich jemand bereit dazu, uns hier zu helfen? Dann laufen wir mal mit 150 iPhones hier durch Tampa und durch Camden wirklich den Laden. Dann würden wir es wahrscheinlich schaffen. Lass es sehr gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht können wir so eine geile Community-Aktion machen. Vergiss es, Brudi. Ich gehe nach Hause. Kein Bock mehr. Guten Appetit, Schatz. Weinst du? So schlimm ist es ja auch nicht, dass wir den nicht gefunden haben. Es ist so scharf einfach. Und Suga hat uns Nasi mitgebracht, beim Matarambar. Ich bin einfach verhungert. Und ich glaube, Schatz, dass ich dich gesehen habe. Ich habe gerade Mila eingeschläfert, also sie... Ich hoffe nicht. Mal einschlafen gebracht auf der Schaukel, wir haben geschaukelt. Und dann haben wir da eine Gestalt im Busch gesehen, da auf dem Berg. Von Jon Olsen. Beobachtest du hier irgendwelche fremden Gestalten? Also ich habe nur geschaukelt. Hast du aber Jay gesehen? Jay wen? Ach so, Jay. Nee. Unser Postfach explodiert gerade. Ne? Wir kriegen so viele Nachrichten hier in der Nachbarsvilla. Ist nämlich der liebe Jay Alvarez. Alle wollen das unbedingt mit uns teilen. Ne? Ja, vielen lieben Dank. Die Frage ist nur, wer ist dieser Jay Alvarez? Spaß. Der bekannte Travel-Influencer. Nee, klar, der hat auf jeden Fall... Der hat YouTube sehr geprägt. Ich glaube, er hat diese ganze Travel-Szene ins Rollen gebracht. Ja. Ja, auf eine qualitativ sehr hochwertige Art und Weise. Stell dir mal vor, mir gefällt das so sehr, man investiert ja auch in Tampa. Wäre krass. Aber? Das geilste Lot gehört schon uns. Stimmt, ja. Vielleicht kauft er uns das ja ab für 10 Millionen. Für ihn sind das bestimmt 10 Millionen? 10 Millionen würde ich auf jeden Fall sehr stark überlegen. Ich könnte es nicht. Ich liebe die Villa Cibo so sehr. Ich liebe sie auch, aber 10 Millionen geht schon ein bisschen über Liebe rüber hinaus. Spaß. Hallo, was machen Sie da? Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ja, Freunde, habt ihr schon gehört? News, News, News. Willst du mal die Drohne in die Luft schmeißen? Es gibt was zu verkünden. Ja, ist verrückt. Man muss ganz kurz sagen, dass wir tatsächlich die letzten 3 Jahre über hier sehr einsam gelebt haben in Tampa Hills. Privilegiert gelebt haben, würde ich sagen. Weil Luxus pur. Sehr fokussiert die Construction auf der anderen Seite des Hügels stattgefunden hat. Wir haben es ja eben gerade gesehen bei der Suche, dass dort schon relativ viele Villen in den Berg reingebaut wurden, auf unserer Seite. Ich glaube, ab und zu über einen längeren Zeitraum waren wir nicht auf der anderen Seite. Dann ist man da wieder und denkt so, Alter, so viele Villen. Und bei uns war ja bis auf die Villa Sola, die hinter uns ist, von der man gar nichts mitbekommt. Ja. Die ist schon so weit weg, die ist über den Hügel hinten hinaus. Aber es geht los. Ja, es ist vorbei, Freunde. Es ist vorbei. Auf der einen Seite voll traurig, auf der anderen Seite war es ja auch irgendwo zu erwarten. Hätte man natürlich
die ganze Zeit weiterhin hier alles frei haben wollen, müsste man alles kaufen. Falls es einen Multimilliardär da draußen gibt, der uns zuschaut, uns vielleicht supporten möchte, unsere Natur hier bewahren möchte, kaufen wir alles auf für uns, das wäre sehr nett. Das wäre schwierig, weil viele Lots schon verkauft sind. Ne? Multimilliardär, für den ist das so, weißt du, so Tropfen auf dem heißen Stein, der spürt das gar nicht, der kauft das hier alles auf. Fakt ist, das war's jetzt mit Ruhe. Also wir werden auf jeden Fall Baugeräusche hören. Wir vernehmen ja jetzt schon so ein bisschen Baggergeräusche, also das geht noch völlig, aber ich bin echt gespannt, ob es laut sein wird, spätestens wenn die Leute vor uns bauen werden. Ich glaube, dann wird das Meer auf jeden Fall den Schall richtig nach hinten werfen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Aber gut, es ist direkt vor uns, wird nichts passieren, da ist zu steil, da wird niemand bauen. Das heißt, wir haben wirklich eine privilegierte Positionierung hier. Aber das Gute an der ganzen Geschichte ist, je mehr Leute hierher kommen, desto weiter entwickelt sich das. Wir sollen ja hier auch einen Gym und Spa und alles bekommen. Das sind alles Sachen, die sind für uns gefühlt noch so weit weg. Aber umso mehr Leute hier sind, desto näher rückt genau sowas halt ran. Ja, und was cool ist, der Nachbar ist ein Deutscher. Also das ist auch richtig cool. Und wir haben noch weitere deutsche Nachbarn, die gerade eingezogen sind. Eine kleine Familie. So, so cool. Wir haben noch nicht geschafft, sie zu besuchen, weil wir super busy sind, die super busy sind. Ist aber auch sehr weit weg, ne? Ja. Ist wirklich Schande. Einmal über den Berg. Drei weitere Villen sind auch inzwischen fertig in Stage 2. Die wir euch auch noch nicht gezeigt haben, also beziehungsweise im fertigen Zustand, weil du warst ja immer auf der Construction. Deswegen, falls ihr Lust habt, schreibt sehr gerne in die Kommentare, wollt ihr die neuen Villas sehen? Das sind ja Villa Wise, Villa Calwarga und Villa V. Villa V haben wir auch, das ist ja immer noch der gleiche Architekt. Also gefühlt waren wir jetzt auch lange unterwegs. Jetzt machen wir wieder ein paar Videos um die Villa herum und ein paar Updates um die Nachbarschaft und Tampa Hills und was hier so abgeht. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Und wir haben einen neuen Kanal, den könnt ihr auch abonnieren. Ja, das ist ja nichts drauf. Warte mal ab, Fang wieder von vorne an, Alter. Vlog 1. Nein, da kommt ja ein bisschen anderer Content, aber seid gespannt auf jeden Fall. Dann arbeite ich die ganze Zeit sehr, sehr intensiv an der Kollektion. Dazu kommt auch schon in den nächsten Tagen viel, viel mehr, Freunde. Falls ihr nichts von diesen ganzen Neuheiten und Updates verpassen wollt, dann werdet ein Teil von Team Chibo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Sehr positiv. Tschüssi, und ein wunderschönes Wochenende.